Pause. Wissen Sie der Unterschied von Kriens und von der französischen Hauptstadt Paris? In Kriens gibt es mehr Pariser als in Paris Kriens. Apropos Fremdsprachen, ich verstehe TikTok, Italienisch, Französisch und Englisch, ich weiß nur nicht, was heißt. Aber ich finde, das ist kein Witz, das ist wahr, vor 41 Jahren bin ich als einziger in Wohnern zu los, sondern in der RS, als Militärmotorfahrer. Und da hatte ich einen welschen Fahrlehrer, gehabt, der hat mit mir gekommen, mit meinem Französisch. Einmal hat er mich ausgesunken und ausgeteufelt und gesagt, ich kenne ihn und ich sehe nicht, ob ich überhaupt wisse, was EMD heisse. Hätte ich schon gewusst, dann sind sie ins Auto geblieben. Und dann habe ich gesagt, nein, das wisse ich nicht, dann hat er mir so erklärt, das wisse jeder Tubu, das heisst, sie eigentlich ist ein Militärdepartement. Also ich sagte, ob ich ihn so etwas der Frage. Und er gesagt, ja, ja, Ingenieur. Und dann habe ich gesagt, eben wisse, was H-E-U heisst. Und er gesagt, nein, das wisse ich nicht. Dann habe ich gesagt, das weiss bei mir daheim, jede Kuh, das heisst OI. Apropos Fremdsprache, als ich in der Schule bin, war mein Vater ein fortschrittlicher Bauer. Er sagte, ich sollte unbedingt Englisch lernen. Dann habe ich gesagt, für was soll ich Englisch? Dann hat er gesagt, zwei Drittel der Menschheit kennen Englisch. Dann habe ich gesagt, ja, der lernt es. Die Talinnen sind halt zwei Bäuerinnen auf einer Haglatte gekocht. Das ist ein deutscher Kurgast mit einem Mountainbike zu einem anderen. Na, wo geht der Weg ins Bissistal? Ich habe einen anderen angeschaut, nein gesagt, das ist auf Französisch gesprochen. Ich habe einen anderen angeschaut, nein gesagt, auf Italienisch, kannst du noch nicht sagen. Das letzte auf Englisch, ich habe noch nie gesagt, dann hat der deutsche Herr gedacht, lach doch mehr, ist auf das Velo rufen und ist ab. Aber dann hat es angefangen, reden, der eine hat zum anderen gesagt, du hast gehört, Bals ist schon ein intelligenter Keib, du, der hat vier Sprachen können, hat der andere gesagt, und hat zum Neuwies genützt. Als ich in der Schule bin, der vierte, das ist wahr, da bin ich der Beste beim Rechnen. Wenn wir in die Schule kamen, sind, haben wir auch müssen aufstehen, dann hat der Lehrer mit ins Kette gerechnet. Und wenn er Tafel gestrickt hat, habe ich das Resultat gesagt, habe ich können abhocken. Nach einem Jahr bin ich eine Klasse weiter und der Lehrer ist hocken geblieben. Ich habe mir manchmal gefragt, wieso, wenn er überhaupt Lehrer wurde, ist beim Rechnen, hat er immer mich gefragt. Aber auch um nach sieht man, wie er das heute noch sich gut verrechnet. Bei der letzten ist Luzern aussen, mitten in der Nacht über die Seebrücke gegangen, hat von weitem ein Hörchen mehr schon angesehen, sich gut rechnen kann. Wo sind die Nähe? Ich habe jetzt zu mir gesagt, sie rechnen, ich bin noch hin, ich bin.